Die Frage, so wie sie in einer Volkserhebung in Turin und in weiteren Städten der Region Emilia-Romagna, im Städtchen Sant'Arcangelo und vielen nahegelegenen Gemeinden gestellt und genehmigt wurde, wird nun der Vorschlag gemacht, sie in allen Gemeinderäten der Provinzen Forlì und Cesena, den Gemeinden Ladispoli und Cerveteri, zu stellen. Zusätzlich gibt es noch weitere Städte, die sich schon aktiviert haben. Die Tagesordnung ist an unsere Verwaltung gerichtet, damit sie aktiv teilnimmt, sich bei der Regierung zu erkundigen, was zurzeit geschieht. Alle wissen, dass die italienische Regierung im Jahr 2001 im Bereich NATO ein Abkommen unterzeichnet hat, und zwar nicht nur die italienische Regierung. Ein Abkommen, das 25 Jahre dauert. Es werden dabei nicht nur Experimente über Rückstände gemacht, sondern Experimente über die Möglichkeit, das Klima auf Makroebene und weltweit zu kontrollieren. Nicht nur der Ministerpräsident, sondern auch der italienische Staatspräsident hat unterschrieben. Ich nenne die Präsidenten nicht, da die nachfolgenden Regierungen gleich gehandelt haben. Die Kontrolle des Klimas wird bereits durchgeführt und es ist nicht nur ein militärischer Aspekt. Sie alle wissen, wenn eine Koalition von Armeen, wie zum Beispiel die NATO und Russland sieht nicht nur zu, also eine Koalition auf dieser Ebene, die pro Tag 22 Millionen Euro verbraucht, und ich spreche hier nur von Italien, ist es klar, dass die Versuchung besteht, diese Fähigkeiten zu nützen, so wie sie schon im Vietnamkrieg mit programmierten Überschwemmungen verwendet wurden. Stellen Sie sich vor, diese Armeen benutzen das sicher. So sollte uns das Beispiel Hiroshima und Nagasaki zum Überlegen bringen. Ich will nicht nur die militärischen Aspekte in Betracht nehmen, weil das geschieht bereits auf militärischer Ebene. Jetzt reden wir über Drohnen, die von Sigonella. Die Drohnen kontrollieren die übertragenen Angaben, die vom Satelliten kommen, und dazu braucht man eine günstige Wetterlage. Die Signale der Satelliten sind aus mehr als 10 GHz und bei bestimmten Bedingungen ist die Übertragung der Signale ausgezeichnet. Man spricht von 10 Dezibel. Diese Drohnen sind kein Spielzeug, so wie sie uns glauben lassen wollen. Oder sie kontrollieren nur. Diese Drohnen töten. Töten. Die Klimakontrolle steht zum Beispiel auch in Bezug der geplanten Nahrungsressourcen. Stellen Sie sich vor, ich wäre in der Lage, in der Nahrungsmittelproduktion eine Spekulation zu entwickeln. In den Vereinigten Staaten macht die Regierung vor der Quotation in der Börse einen Geheimreport über die landwirtschaftlichen Ressourcen, der alle Schwankungen in der Börse bestimmen wird. Stellen Sie sich vor, wenn große Firmen diese Möglichkeit besitzen, welchen großen Gewinn die Spekulanten dabei haben können. Nun zu Italien. Gestern ist etwas Stratosphärisches im Himmel von L'Aquila geschehen. Viele von uns haben das beobachtet. Ich habe den Vizebürgermeister und einige Stadträte angerufen. Er war genauso schockiert wie die Stadträte. Was machen diese Flugzeuge? Diese Flieger waren weder Militärflugzeuge im Übungsflug noch Linienflugzeuge, da Linienflüge in einer Höhe von 8000 Metern fliegen. Uns wird gesagt, das sind nur Kondensationsstreifen. Nein. Man sieht das mit bloßem Auge. Wenn einer ein Fernglas nimmt, sieht er das. Die sogenannten Chemtrails, aus was bestehen sie? Aus Erdnüsse? Aus Bonbons? Aus Dünger? Was sind sie? Irgendwer wird sich das fragen. Die Regierung müsste wissen, warum sie 22 Millionen Euro pro Tag ausgibt, da sie dieses Abkommen unterschrieben hat. Das ist kein Spaß. Die Wissenschaft möchte einschreiten und sie wird die Chance haben, das zu tun, weil sie darf nicht, bewusst oder unbewusst, an dieser Desinformation teilnehmen. Also, was ist los? Was wird in die Atmosphäre gesprüht? Nicht nur das Ereignis von gestern wurde fotografiert. Das, was geschehen ist, waren keine Zivilrouten. In der Tat haben sie konzentrische Kreise gemacht. Dafür gibt es Fotos. Mit was wird die Atmosphäre benetzt? Wir fragen das. Da sich die Menschen Sorgen machen,
Viele Bauern, nicht nur in L'Aquila, in Emilia-Romagna, in der Po-Ebene und so weiter, beginnen nun, Musterexemplare von dem, was herabfällt, zu sammeln. Auch in der Landwirtschaft gibt es Felder, wo der Weizen Ähren ohne Körner produziert. Dafür wird es sicher eine Erklärung geben. Ein gut informierter Bürger aus L'Aquila hat mich angerufen. Eine Person mit einer bestimmten Verantwortung hat mir ein Musterexemplar gegeben. Eine Probe, die nicht aus Cesena, Turin oder anderen Gegenden kommt, sondern aus L'Aquila. Ein Musterexemplar aus einem Feld in L'Aquila. Diese Probe könnte eventuell eine sogenannte Spinnwebe sein, die erzeugt wird. Diese Spinnwebe muss ca. 30 bis 48 Stunden in der Atmosphäre bleiben, um den Feuchtigkeitsgrad zu beeinflussen. Ein Objektiv, was auch erreicht wird, aber was anschließend auf die Erde fällt, sind Metalle. Ich weiß allerdings nicht, ob das Silberjodid oder etwas anderes ist. Aber es sind Metalle, die ungesund sind. Dieses Zeug fällt auf unser Territorium, auf unsere landwirtschaftlichen Produkte und geht in den natürlichen Kreislauf. Und dazu fordern wir Antworten. Einige Bürger haben zu mir gesagt, vergiss die multinationalen Konzerne, weil es ist klar, dass diese Unternehmen nicht scherzen. Sie sind gefährlich. Wir müssen über den Schutz der menschlichen Gesundheit sprechen. Welche Behörde ist für den Schutz der Gesundheit zuständig? Die höchste Autorität ist die Kommunalverwaltung, ist der Bürgermeister. Er muss die Gesundheit der Bürger verwalten und schützen. Was tun wir jetzt? Ganz was Einfaches, wie es schon andere Gemeinden gemacht haben. Wir fordern die Regierung auf, uns zu sagen, was in unserem Himmel geschieht, da so viel Geld dafür ausgegeben wird. Überlegen Sie, wer 22 Millionen Euro pro Tag ausgibt, nur in Italien, lässt sich nicht einschüchtern und verwendet alle Mittel, auch die Desinformation, um die Bevölkerung ruhig zu halten. Außerdem gibt es dann auch diejenigen, die gutes Geld dabei verdienen, die Desinformation zu fördern. Wir fordern nun durch den Bürgermeister und der beauftragten Verwaltung die Regierung auf, zu diesem Abkommen Stellung zu nehmen und uns zu beruhigen hinsichtlich dem, was geschieht. Das ist alles. Ist das vielleicht eine eigenartige Frage? Oder denken Sie, dass die Leute, die die Volksbefragung in Turin und in den anderen Städten gemacht haben, plötzlich verrückt geworden sind? Das ist ein demokratischer Vorgang. Eine Institution, die die Gesundheit der Bevölkerung schützen muss. Und die von der Regierung, die dieses internationale Abkommen unterschrieben hat, wissen will, um was es geht. Wir haben das Recht, unsere Gesundheit zu schützen. Was ist dabei skandalös? Was ist dabei skandalös? Die wissenschaftliche Gemeinschaft sollte überlegen, bevor sie spricht. Weil in seiner Zeit, als man über Asbest sprach und wir unsere Häuser voll von Asbest hatten, dachten sie, es sei nur ein Scherz. Bis in Piemont ein Staatsanwalt Nachforschungen anstellte, die alles aufdeckten. Aber es gibt nicht nur das Asbest. Bevor man den Besserwisser spielt, der nur Märchen erzählt, der Besserwisser, sollten Sie zu einer Konfrontierung zu uns kommen. Und es wäre notwendig, diese Argumente gemeinsam zu vertiefen, um auf einer gleichwertigen Ebene diese Themen zu diskutieren. Im Gegensatz zu dem, was wir heute besprechen, ist die Verfassungsreform eine Kleinigkeit. Es ist nicht so, dass über diese Argumente ein Referendum gemacht wird. Dafür macht keiner ein Referendum. Wenn die könnten, würden sie uns zerquetschen. Haben Sie berechnet, wie viel 22 Millionen Euro mal 365 multipliziert mit allen westlichen Staaten ausmacht? Machen Sie die Summe. Und Sie denken, dass die von alleine aufhören? Wer weiß, wie viele Menschen Sie bestechen können. Unterschätzen Sie das nicht. Niemand darf das unterschätzen. Und auch nicht lächeln über diese Sache. Zumindest sollten wir an die zukünftigen Generationen denken. Ich glaube, wir schaffen es nicht. Aber denkt an unsere Nachfolger. Deswegen werden wir mit Hilfe von einigen Primarärzten es so machen, dass dieses Musterexemplar in einem gut ausgestatteten und neutralen Speziallabor analysiert wird. Und somit leisten wir einen konkreten Beitrag zur offiziellen Wissenschaft, damit sie selbst beginnt, diese Themen eingehend zu erforschen.